herzlich willkommen, liebe Eissportfreunde, live bei Straight TV aus der Netsch Arena in Sepp. Playdown Runde 1 der DL2-Saison 2023-24. Die Sepper Wölfe empfangen die Dresdner Eislöwen zum fünften Vergleich in dieser Serie. Ja, hätten wir mehr draus machen können. Nächste, nochmal McNeil. Ja, für mich persönlich ein sehr gewagtes Spiel. Ich würde sagen, du schaust, dass du einfach die beste Mannschaft aufs Eis kriegst, die du verfügbar hast zum Spielen. Und dann musst du natürlich ein bisschen schauen, das Risiko. So, da haben wir gleich Rausch und Knackstedt und noch einmal ein bisschen Gewühl. Erste Nicklichkeiten. Ja, und Mick. In Thomas Müller-Manier. Oh! Harter Check mit der Schulter. Die Schiedsrichter diskutieren noch, wollen sich das auch noch mal anschauen in der Szene, also nach dem Check. Wenn sie auf den Schiedsrichter in der Ecke unten schauen, haben wir drauf. Also hier ist der Check, Schulter. Und der Schiedsrichter hier zeigt an, guter Check mit der Schulter. Und der weiter weg ist. Entscheidung ist, ob es zum Kopf geht. Und ich denke, da ist die Schulter schon am Kopf. Ja, wie wir gesagt haben, Schiedsrichter zeigt es an, die 5 plus Spieldauer wegen Check gegen den Kopf. Ja, hier jetzt gerade die Scheiben, die müssen raus. So. Guter Save. Starker Save von Michael Pitzer. Oh, gute Chance gleich mal für Save. Eigentlich zu wenig, sie haben. Wir haben die Schlussstatistik auch gesehen und da ist der erste Treffer. Da ist das Tor. Diesmal nicht daneben, eiskalt in die Maschen. Travis Turnbull mit den 1:0 für Dresden. In der 21. Spielminute. Ja, Florek setzt sich hinten im Eck gut durch. Die Sicht ist versperrt durch den eigenen Verteidiger. Macht er gut ins lange Eck, eiskalt, eingenetzt. Ja, Trischka nimmt komplett die Sicht für Michael Pitzer. Nachschuss. Ja, sehr, sehr viele Fehlpässe aktuell. Da wieder gute Chance. Oh, wieder starker Save von Pitzer. Ich glaube, für die Köpfe wäre es gut, wenn du jetzt einmal zeigst, dass du auch wirklich Dresdner unter Druck setzen kannst. Ja. Jetzt hat vielleicht 2:1. Arthur Skrumic versucht es aufs kurze Eck. Dann nochmal vielleicht die Möglichkeit hier für einen Abschluss. Oh, schade. Schön für einen Tipp, aber auch den hat Danny aus dem Birken fest. Was die bedeutet die Spieler? Fragt er ja, Tobias. Los geht's. Na, es gibt, du hast gewisse Vorgaben bei der Kaderplanung. Und da haben wir das Tor für Dresden. Wieder in den ersten beiden Minuten vom Drittel. Bitter für die Wölfe. 2:0 Führung. Ja, hier von hinterm Tor. Er steht da im Slot, allein, komplett allein, kann sich die Ecke aussuchen. Bamberger, der eigentlich da mit einem guten Tempo-Überschuss kommt, jetzt hat schön schnell gespielt, oh, Pfosten. Knappes Ding. Pfosten. Und Dresden keine Probleme, da die Scheibe einfach wieder rauszubringen. Und jetzt vielleicht Rundquist, der Möglichkeit, Pitzer hat ihn schon nach unten. Ja, das ist jetzt Thomas Andres. Jetzt ein paar gute Dinge, aber das schaut jetzt aus. Scheibe geht raus und geht ins Tor. Empty Net Goal für die Dresdner Eislöwen zum 3:0, 31 Sekunden vor Schluss. Dresden macht da den Deckel drauf und den Klassenerhalt perfekt. Ja.
In der 59. Minute, wer war der Torschütze? Ich glaube, Travis Turnbull, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, der Dresdner Fanblock in Ekstase. Das war's. Glückwunsch an die Dresdner Eislöwen zum Klassenerhalt. Eislöwen gewinnen die Serie 4:1. Den Klassenerhalt gesichert. Auch für Dresden keine einfache Saison gewesen. Aber mit einem guten Ende.